Gut, bis hierhin war alles nicht so schwer, aber jetzt haben wir den Punkt erreicht, an dem ich verzweifeln werde. Die Pyramide. Ich habe echt Angst vor diesem Level. Das kann lustig werden, glaubt mir. Ich werde hier so verzweifeln in diesem Level. Also, schon mal zur Vorherwarnung. Wenn ich bekloppt werde, heißt das nicht, dass ich in echt so bin. Das ist alles entweder nur gespielt oder ernst gemeint, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Es wird sehr extrem und es wird meinen Kopf vergewaltigen. Jetzt werde ich das Level starten. Gut, das erste Level von Level 4, die Pyramiden, kann losgehen. Boah Gott. Diese Musik, die taugt mir bis jetzt auch. Stacheln, ja, genau. Ja, genau. Auch, ist, oh, auch so, so weit distanziert, diese Stacheln. So, hier ist ein Schalter. Also, die Pyramide, die ist voll gefüllt mit Rätseln. Und ihr wisst, wie ich Rätseln mag. Was ist das für ein Teil? Egal, nicht so wichtig. Was ist das für ein Teil? Ich weiß es nicht, was das für ein Teil war. In diesem Emperor-Teleporter, da ist so ein tödliches Teil, tödliches Teil. Eine Mumie! Oder whatever! Na komm, schnell weg mit dem Teil, bevor die Mumie da. Oh, rennen, 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 die Mumie ist hinter mir her! Oh! So, jetzt. Hä? Oh, fast wäre ich da in die Stacheln reingelaufen. Gut, hier oben ist auch noch so ein Steindinges. Und zunächst müsste ich schauen, wie das andere Stein. Okay, das andere Steindinges, das müssen wir hier platzieren, damit es im Wasser liegt. Und danach müssen wir perfekt springen. Das wird assi. Das letzte Level, an das letzte Level kann ich nicht. Fällt mir gerade ein, also das letzte Level fällt mir gerade ein von dieser Stage. Das wird lustig, da werde ich zum psychischen Frack. Da werde ich selber zur Mumie, so mit. Okay, das ist der zweite Stein. Und jetzt müssen wir gleich wieder perfekt springen, wie im letzten Waldlevel, da mit diesen. Ja, ihr wisst schon. So, jetzt. Okay, das Teil ist platziert. Jetzt muss ich perfekt springen. Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt nochmal perfekt springen. Okay. Oh Gott, das ist jetzt eine weite Distanz, die ich jetzt springen muss. Okay. Eins, zwei, drei. Ja! Und das war gerade erst der Anfang, Leute. Das war gerade erst der Anfang. Dieser Part, der wird mindestens eine Dreiviertelstunde dauern. Nein, 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 nicht dieses Level, nicht dieses Level, bitte nicht, nein! Nein, nicht dieses Level mit diesen Steinen, nein! Das ist eins der assigsten Level ever! Ich will nicht mehr! Hilfe, ein brennender Stein ist hinter mir! Her! Okay, das ist eins der assigsten Level im Spiel. Als Kind habe ich da so ewig gebraucht. Das war nicht mehr schön. Ich glaube, ich hang da so eine Dreiviertelstunde oder nee, sogar länger. 2 Stunden an diesem Level. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe so viele Versuche an dieser Stelle verschwendet. Und das Schöne ist, man muss hier hin und dann. Jetzt kommt's, man muss dann später wieder zurücklaufen. Und die Steine, die bleiben weiterhin da und verfolgen einen. Also ihr merkt, wie begeistert ich von diesem Level bin. Das ist eins der schönsten Level in der Geschichte der Computerspielgeschichte oder beziehungsweise der Videogame History. Da ist auch schon wieder der nächste Stein. Genau. Ja gut, diesmal haben wir natürlich.
Natürlich, natürlich, natürlich. Und ihr seht, wir dürfen kein einziges Mal von einem Stein erwischt werden. Damit geht der Spaß erst richtig los. Bin ich nicht begeistert? Ich glaube, das habe ich zwar schon gesagt, aber ich freue mich, dieses Level zu spielen. Es ist so schön und es ist so spaßig. Man kann dieses Level den ganzen Tag spielen. Es wird nicht langweilig. Und es ist immer das abwechslungsreichste, Genug geredet über dieses Level. Es müssen Taten her. Taten müssen her. Ich muss dieses Level schaffen. Meine Ehre steht auf dem Spiel. Alles Klärchen bis jetzt. Jetzt haben wir schon uns an diesen Felsen vorbeigeschlichen. Aber sie verfolgen uns natürlich. Wie soll es auch anders sein? So, und was wir jetzt machen müssen, ist ganz simpel. Okay, es ist gar nicht so simpel, wie ich gedacht habe, und jetzt habe ich wieder dieses scheiß Menü geöffnet. Muss ich, glaube ich, an irgendwas ziehen, oder? Na, was mache ich da jetzt? Ah, nee, hier so vielleicht. Na, jetzt aber... Ah, jetzt, okay. Aber da oben ist immer noch ein Dingens. Nein, bitte nicht. Ich wette am Schluss, wenn wir da wieder oben sind, müssen wir dieses Teil jetzt auch zerstören mit diesem Feuerdingens. Aber später kommen die Felsen da noch her. Nee, soll ich da ein Safe State machen? Nee, komm, ich will ein bisschen verzweifeln. Ich will jetzt ein bisschen verzweifeln. Ein paar Freakouts sind auch schön. Okay, ich mache das jetzt systematisch und ohne Safe State. Safe States sind was für Pussys. Natürlich, natürlich, natürlich. Cool, alles ist cool, alles ist cool, alles ist cool, alles ist cool. Solange diese Felsen da nicht kommen. Ey, wie soll ich da vorbeikommen? Mission Impossible. Moment, da ist jetzt ein etwas längerer Abstand vorhanden. Okay, da kommen zwei, sehe ich gerade. Okay, okay. Noch asozialer wäre es, wenn die Zeit knapp wäre. Ist sie zum Glück aber nicht. Gut, jetzt warte ich, bis die drei kommen. Das kann jetzt ein kleines bisschen dauern. Da kommt auch schon der erste. Ja, kommt der zweite. Und jetzt kommt gleich der dritte. Und jetzt muss ich sehr schnell sein. Jetzt muss ich sehr schnell sein. Jetzt kommen nämlich die anderen Felsen, jetzt nochmal. Jetzt kommen sie nochmal. Ich muss sehr schnell sein. Drückt mir die Daumen. Drückt jetzt mir die Daumen, bitte. Ihr müsst mir jetzt die Daumen drücken. Oh. Oh. Okay, jetzt nochmal. Nochmal, nochmal. Schnell, 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 schnell. Schnell, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm, komm, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Oh, da kommt gleich einer, da kommt gleich einer. Schnell, schnell, schnell. Oh. Bitte. Bitte. Lass den Abstand reichen. Lass den Abstand. Hä? Ja. ja. Ich schau jetzt einfach mal. Hä? Oh, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ist er fast wie Indiana Jones. Wie soll ich da vorbeikommen? Jetzt vielleicht? Nein, 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 nein. Das Spiel, das macht mich echt fertig.
Gott, ich schaff das, ohne Scheiß, ich schaff das. Nein, jetzt nicht, dieses Seil, das muss jetzt aber weg. Da kommt jetzt eins, dieses Ding, es muss, oh. Hä? What the f... Hä? Hallo? Hallo, ich würde da jetzt gerne vorbei, wäre ganz nett, wenn ich hier mal durch könnte, ne, hier so, ja, ganz nett, ne, ich fühle mich hier ein bisschen beengt jetzt, Scheiß Bug! Okay. Ist okay. Es ist völlig okay. Das Spiel ist ein bisschen verbuggt, habe ich gemerkt. Aber es ist okay. Es ist völlig okay. Es ist okay. Es ist echt. Es ist okay. Es ist nicht. Es ist nicht so, als wäre es asozial mit diesem Level. Nee. Es ist okay. Also, wie gesagt, ne, ja, also, ich kann nichts dagegen sagen, also gegen das Level, das macht ja, wie gesagt, es ist seltsames Level, ich weiß, aber, ja, mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Wie kommt man auf so ein Level? Halt, Moment, die Zeit brauche ich. So. Wer auch immer dieses Level erfunden hat, ich hasse ihn. Und wer auch immer die Bugs nicht gefixt hat, ich hasse ihn doppelt. Wir waren kurz davor, vor dem Ziel dieses behinderten Levels. Und dann komme ich da in irgendeinen Bug rein. Okay, das Teil können wir nicht kaputt machen. Jetzt habe ich schon wieder Sprungprobleme. Müssen wir das vielleicht auch kaputt machen? Na, jetzt aber. Nee, es geht nicht, okay. Ich habe keine Ahnung, warum wir da vorhin gehangen sind. Oh je, dieses Level, das ist Vergewaltigung. Und zwar nicht körperlich, sondern geistlich. Okay, dann haben wir dasselbe Spielchen wie vorhin. Warten, bis die drei Steine kamen. So, jetzt. Da kommen auch schon die ersten. Das ist der zweite. Und da kommt der dritte. So. Jetzt müssen wir wieder schnell sein. Pass jetzt ein bisschen auf, weil jetzt jederzeit ein paar Steine wieder kommen können. Und jetzt! Ich werde hier keine Safe-States einsetzen. Nein! Nein! Ich werde hier keine Safe-States verwenden. Nicht in diesem Kinderspiel. Kinderspiel. Jetzt weiß ich, warum ich als kleines Kind... Was heißt ihr kleines Kind? Warum ich hier als Kind... solche Albträume bekommen habe, nachdem ich Pac-Man gespielt habe. Oh je.
Also gut, jetzt sind wir hier wieder an diesem Ort. Das macht gar keinen Spaß mehr, also... Der Spaß, der vergeht mir langsam hier in dieser Pyramide. Ich hoffe, der kommt im nächsten Level dann wieder. Ach, jetzt komm schon. Also geht doch. Da kommen wieder die Steine, jetzt müssen wir wieder warten, bis die drei vorbeikamen. Da ist der dritte und jetzt kann es losgehen. Die Panik. Da kommt schon der erste vorbei. There's number two. And there's number... Na, there's number three. Gott, dieses Level, das ist so asozial, da muss man so schnell sein, das ist so sehr scheiße, ich mag dieses Level, ich mag dieses Level nicht, ich mag dieses Level nicht, hallo blöder Felsen, du gehst mir auf den Strich. So und jetzt? Ich habe jetzt eine Idee, ich warte jetzt wieder, bis die drei Steine vorbeikommen. Und dann... Zerstöre schnell das Teil, weil während wir die mit Feuer ausgerüstet sind, können wir nicht nach oben. Da muss ich sehr schnell switchen. So, jetzt. Ach so, ich musste schieben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Wäre noch fies, wenn hier noch eine Kreatur wäre oder sowas. Oh je. Das Level, das ging mir an die Nieren. Ich brauche jetzt neu. Ich glaube, ich muss später ins Krankenhaus. Scheiße. Nein, nicht dieses Level. Das ist auch so hässlich. Jetzt kommen die hässlichen Level. Und da ist eine Pyramide. Ja, wir sind die ganze Zeit in der Pyramide. Ich meine eine Mumie. Hallo? Na komm, lass uns die runterkommen. Ja, da kommt die. Was, wir können die nicht töten? Warum können wir die nicht töten? Mumien könnte man töten. Könnte man. Die sind zwar untot, aber man kann sie töten. Na toll. Jetzt müssen wir die ganze Zeit vor dieser Mumie fliehen. Ach, wie ich das liebe. Wie ich es liebe. Wie ich es liebe. Sie dürfen das Spiel jetzt heiraten. Nee, sie dürfen das Spiel jetzt küssen. Werde ich niemals machen. Nicht wegen diesem Pyramidenlevel. Nein, nein, nein. Nein, danke. Ah, ein Leben. Na toll. Bringt mir eigentlich nichts. So, und jetzt? Natürlich auch noch ein Geist. Natürlich auch noch ein verfickter Geist. Ich hasse es. Ich hasse diese verfickten Geister. Die gehen mir auf den Sack. Auf den Sack. Sowas von auf den verschissenen Scheißsack. Natürlich, 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 natürlich. Ey, lass mich in Ruhe. Geh einfach krepieren, du verfickter Scheißgeist. Hast du nichts Besseres zu tun? Mach deine Aktien oder was weiß ich was. Aber hör auf, mich zu nerven. Bitte. So, ich habe keine Ahnung, was ich da aktiviert habe. Natürlich ist da auch noch so ein fieses Ding. So ein fieses Ding. Hast du kein Leben? Such dir ein Leben. Komm, such dir ein Leben. Ja, Geist, such dir ein Leben. Deswegen bist du auch untot. Nein! Hä? Was war denn das denn jetzt? Wer kommt auf sowas? Wer kommt auf sowas? Ganz ehrlich. Wer kommt auf so einen Mist? Ein Geist in einer Pyramide, in einem scheiß Labyrinth. Ich will nicht mehr.
Das Spiel war ja anfangs lustig, so mit Strand und so mit Wald und so. Aber jetzt, da geht's echt zu weit. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist Vergewaltigung. Die Pyramide geht mir auf den Sack und vergewaltigt mich. Ernsthaft. Das meine ich völlig ernst. Ohne jetzt irgendwie was zu spielen, damit es irgendwie cooler wird mit diesen ganzen Ausrastern. Das ist echt so. Dieses Level, das heißt... Ah. Nee. Nee. Ich hasse es. Ich hasse diese Pyramide. Wenn ich in Ägypten das nächste Mal bin, dann werde ich alle Pyramiden, die es gibt, zerstören, damit nicht mehr solche scheiß Leveln gemacht werden. Wie komme ich da jetzt vorbei? Ich komme nicht mehr vorbei. Jetzt werde ich sterben wahrscheinlich. Ja, natürlich. 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 Cool bleiben. Cool bleiben. Es ist nur ein Bit-Spiel, ein 8-Bit-Spiel. Es ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel, das mich ficken will. Ich hab ne Idee. Mal wieder so ein assiges Ding, wie vorhin das mit den Felsen. So, jetzt müssen wir die Pyramide. Warum sag ich immer Pyramide zu einer Mumie? Na los, spring doch! Nein, ich lasse mich nicht zerquetschen. Das ist der billigste Trick ever. So, jetzt. Du verdammte Mumie. Ja, ich rede mit dir. Wer auch immer dich gezeugt hat, er ist ein größter Feind. Ach, jetzt komm schon, ich will hier durch. Jetzt muss ich hier wieder hoch. Nein! Nach der Dusche wieder! Dieses Level, es macht mich fertig. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr dieses Level spielen. Das ist so asozial, macht mich fertig. Diese scheiß Mumie da. Nein! Nicht du! Nicht du blöder Geist! Lass mich nur! Ich will nicht! Ehrlich gesagt, war ich jetzt echt. Ernsthaft jetzt. Was sie von einem verlangen hier in diesem Level, das ist nicht mehr schön. Ich weine jetzt ernsthaft, ohne Scheiß jetzt. Ich weine hier. Das Level, das bringt mich zu weinen. Jetzt kommt noch Müll, aber ich glaube ich nicht. Nein, natürlich. Wie kann man so ein Level bringen? Wie kann man so ein Level bringen, nachdem man gegen die Felsen schon gewonnen hat? Ne. Jetzt helfen mir auch die Safe States jetzt nichts mehr. Die können mich jetzt auch nicht mehr aufmuntern. Nee. Ach, komm schon. Blöder Geist, tut dir ein Leben. Außer meins natürlich. Ja, genau. Wie soll es auch anders sein? Dieser fiese Geist. Der hat halt kein Leben und will mir meins nehmen. Natürlich falle ich da wieder durch. Wie soll das noch sein? Jetzt muss ich mich wieder sterben lassen.
Genau. Genau, genau, genau. Der Pac-Man lächelt jetzt in dem Fall, aber in tief im Inneren ist er voller Schmerz und Leid. Nee, das schaffe ich auch nicht mehr. Nein, nein. Ich weiß, dass ich da vorbei muss. Ich kann mich erinnern. Ich muss da quasi vorbei. Ich muss da vorbei. Ich kann mich an das erinnern. Ich habe das Spiel vor 10 Jahren. Diese Stelle habe ich vor 10 Jahren durchgespielt. Das müsst ihr euch vorstellen, als ich klein war. Und jetzt, 10 Jahre später, möchte ich mir das Leben nehmen. Bei diesem Level. Nee, ihr seht, ich habe jetzt schon mehrere Versuche an dieser Stelle gebraucht. Und ich komme nicht weiter. Ne, auch wieder zu langsam. Jawohl. Hä? Was ich sagen wollte, ist das, hey, ja, wir haben es geschafft jetzt, oh Gott, das war ja, boah, also, ja, es war ja nicht so, als wäre es schwierig gewesen oder so, nein, 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 es war ganz simpel eigentlich, und was mache ich, verzweifle hier an der Stelle, genau, und da ist auch schon das Ziel, seht ihr das? Aber Moment, nein, ich muss wieder zurück, ich muss demnächst diesen Schalter aktivieren. Dadurch wird das hier freigelegt, vermute ich mal. Und dann kommen wir ins Ziel. Ach, wie schön. Ich hoffe, jetzt kommt da nicht wieder diese Mumie oder der scheiß Geist wieder. Lass mich in Ruhe, wenn du kommst. Wenn du kommst, du scheiß Mumie, kriegst du eine gefotzt. Wenn du kommst, du scheiß Geist, dann kriegst du eine gefotzt. Wenn du kommst, du scheiß Geist, dann kriegst du eine gefotzt. Du verfickter Mr. Scheißgeist und verdammte Mumie, ihr nervt mich total. Ihr verdammten Viecher, da bist du auch schon wieder. Ich sehe das Ziel. Natürlich ist da auch ein Stein, der runterfliegt. Wie soll es auch anders sein? Ey, wer auch immer dieses Level gemacht hat, ich hasse ihn. So war es jetzt los. Na! Ah! Kettensägen. Als ob die Ägypter damals mit Kettensägen irgendwie agieren konnten. Genau, Kettensägen in der Pyramide. Wer kommt auf sowas? So, und jetzt? Was mache ich jetzt, hä? Was soll ich da jetzt machen? Sagt es mir. Ich renne jetzt einfach vorbei. Natürlich kommt da jetzt auch eine von unten. Ja, genau. Genau, 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 genau. Wohin genau? Genau! Ey! Kettensägen. Ich glaube, ich habe einen Plan, wie man da vorbeikommt, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Nein, so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Ich muss warten, bis die Kettensäge wieder oben geht. Nach oben geht. Wahrscheinlich kommt am Schluss wieder Felsen oder irgendwas Fieses.
Ihr seht, wir kommen nicht einmal jetzt vorbei. Ach, wir sind vorbeigekommen. Oh Gott, Todesfalle. Da. Da. Da, 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 da. Hä, was? Wir haben keinen Seildingens? Wie sollen wir da vorbeikommen? Oh je, ich brauche wahrscheinlich einen Anlauf. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was soll das? Jetzt kommt, glaube ich, wieder was Fieses. Nein, oh, fast bin ich da reingelaufen. Ich kann mir nicht be... Ich werde mich dann gleich besaufen. Wer hat sowas erfunden? Das ist doch ein stranges Level. Ich habe keine Lust mehr. Da ist auch schon das Exit. Hey! Langsam geht's wieder. Langsam kommt mein Spaß wieder. Oh nee. Also an das Level kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Hä? Moment. Ist das irgendwie Treibsand oder sowas? Ich komme hier auf Treibsand, das ist einfach nur Sand. Aua, 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 aua. Toll, und jetzt? Was hat es jetzt gebracht? Muss ich da jetzt irgendwie durch oder so? Also gut, warten wir, bis das Ganze abgeflossen ist. Oder heruntergefallen ist. Abfließen sagt man ja eigentlich nur zu Wasser. Wie kommt der denn jetzt daher? Mein bester Freund ist wieder da. Hey, hey. Ich freue mich. Deswegen heißen sie auch Freunde. Naja, na toll, und jetzt? Oh je. So und jetzt? Muss ich hier vielleicht mich durchdicken oder so? Nein, hier nicht. Aber vielleicht hier so vielleicht? Auch nicht. Aber wenn ich den vielleicht... So vielleicht? Auch nicht. Aber vielleicht so? Unten? Geht auch nicht. Hm. Jetzt habe ich schon hier das Menü geöffnet. Super. Nein, Mumie, ich will nicht mit dir spielen. Such dir jemand anderen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Wie vielleicht? Vielleicht da hoch? Ah ja, genau. Das sieht ja schon mal interesting aus. Ja, jetzt aber. Ja. 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 Ich will hier vorbei. Ich will hier vorbei. Da. Ich will hier vorbei. Gott verdammt, ich will hier vorbei. Vorbei. Hallo, ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Also geht doch. Nein. Ey, wer auch immer das Level erfunden hat. So. So und jetzt? Ich glaube, es kommt was Fieses. Ich lasse mich jetzt ganz langsam hier runter. Aus Sicherheitsgründen. Oh nein. Nicht diese Dinger da. Ich erinnere mich an das Level. Ich habe so verdrängt dieses Level, weil es so scheiße ist. Na los jetzt. Danke. Ich habe jetzt schon keine Lust auf dieses Level. So und jetzt?
Was jetzt? Hä? Kann es mir jemand sagen, was ich jetzt machen soll? Ich hab keine Ahnung, was... Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Was soll dieses Level? Es macht keinen Spaß. Ich hab keinen Bock mehr. So vielleicht? Moment, es sieht mir interessant aus. Ich warte jetzt einfach mal, bis das ganze Sand wieder nach unten gefallen ist. Und dann gehe ich in diesen Teleporter rein, weil ich glaube, dass dadurch dieses Sand irgendwie abgedichtet wird. Das könnte die Lösung sein. So, ist er noch hier. So, und jetzt? Ah, ich werde sterben! Nee, werde ich nicht. Und jetzt bringt uns das Sand nach oben. Das Level ist cool. Bis auf, dass es ein bisschen fies ist am Anfang. Aber gut. Ja, es kommt schon. Ich will jetzt da weiter. Kann der Sand nicht etwas schneller nach oben fließen oder so? Oh Gott, das sind immer noch die Stacheln. Sehr fies. Warum habt ihr es noch so... Natürlich. Ja, natürlich. Wenn man hier stirbt. Sehr schön. BWDHD. Okay, das Level sieht sehr interessant aus. Zwei Dinger da. Ich nehme mal den oberen. So, und jetzt? Sieht mir irgendwie nach diesem Steinlevel aus da. Ihr wisst schon, größter Albtraum ever. Ich habe euch gesagt, dieser Part dauert länger als eine Dreiviertelstunde. Oh, da ist noch einer. Wahrscheinlich hätten wir die jetzt übereinander stapeln müssen. So, und jetzt? Ach, da ist noch einer, okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir bringen die alle mal jetzt dorthin. Ach so, ah, jetzt, wir müssen die Steine jetzt da reinplumpsen lassen. Dadurch wird, drückt der Stein den Sand quasi nach oben. Und keine Ahnung, was dann passiert. Irgendwas Fieses habe ich in Erinnerung. Ich kann mich ein bisschen an das Level erinnern. So, jetzt warte ich, bis der Stein gefallen ist. Ich lasse uns das zerquetscht später. Drei Steine perfekt aufeinander gestapelt. Na super. Und jetzt? Na komm, ich mach's so. Den zieh ich jetzt mit. Ich hasse es zu ziehen. Drücken macht mehr Spaß. Aber ich muss ja ziehen. Ich habe keine Ahnung, warum ich ziehen muss. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, okay. Es kommt zu dem Szenario, was ich gedacht habe. Der Steine drückt jetzt den Sand nach oben. Und später können wir wahrscheinlich dort dann an die Stacheln vorbei. Nee, ich muss wieder ziehen. Ich hasse es zu ziehen. Warum muss ich immer ziehen? Drücken macht mehr Spaß. Drücken, ziehen ist voll anstrengend. Ah. Yeah, ich drücke jetzt. Drücken. Gut, und jetzt kommt der letzte. Okay, jetzt kommt es zu dem Szenario, was ich gedacht habe. Mann, der Sand, der geht aber schnell nach oben. So, ich wette, jetzt kommt da noch was Fieses. Nicht? Okay. Aber ich wette, hier kommt jetzt was Fieses, da am Schluss. Sieht mir ziemlich furchteinflößend aus! Mann, das war knapp. Boah. Level 7. Wir sind immer noch nicht vorbei. Wir haben das Level immer noch nicht geschafft.
Ein Schlüssel, cool. So, und jetzt? Was haben wir geöffnet? Das hier, okay. Was? Machen Sie nicht, ich hab nur das Feuerdings. Ah. Na, natürlich, natürlich. Ey, dieses Level ist fies. Oder die Stage ist so fies. Jetzt komm schon. Feuerdingens. Danke. So, jetzt aufpassen. Ne, ihr wisst, Stacheln. So, ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ein Geist, natürlich. Mein bester Freund ist wieder da. Also gut, nochmal. Okay, 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 okay. Natürlich! Ey, das ist so fies, das Level, da muss ich lachen. Da muss ich lachen, ernsthaft jetzt. Das ist so fies, das Level, ich muss da einfach lachen. Gemeine Level-Designer. Na komm schon, ich will da hoch. Setzen die Eiskaltstacheln hin. Okay, hier kriegen wir so ein Grabedingens. Oh nee. So, und jetzt? Hier vielleicht nach unten graben oder so? Nee, sieht mir nicht danach aus. Aber hier vielleicht? Auch nicht, okay. Wie steht's denn hier? Auch nicht, hm. Dann bringt es doch gar nichts, oder? Hier da dieses Grabeding zu setzen. Ah, ich hasse ihn. Ah, hier jetzt so. Okay. Ja, hier ist noch weg, damit es mich ein bisschen aufbaut wieder. So. Spaß ist ja auch ein bisschen wichtig. Ach schön, das Level, das ist. Oh, das ist so fies. Das ist so fies und so schön. Überhaupt nicht übersät mit Fallen und so. Nee, nee, nee. Aber die Pyramide ist ja voller Fallen. Gott, wenn ich die Ägypter erwische. Ja, wenn einer von euch Zuschauern in Ägypter ist, dann hasse ich ihn. Ach. Und wenn einer von euch dieser Spieler-Designer ist, den hasse ich noch mehr. Ach, schön. Nein. Na. Okay, nochmal. Das ist ja nicht besonders schwer, dieses Grabeding zu holen. Ich habe schon wieder das Menü geöffnet. Ey, was soll das? Ich will das Menü nicht öffnen. Na, natürlich. Wir müssen jetzt an diesen Stacheldingern vorbei. Genau. Wo ist denn das jetzt? Hier vielleicht? Achso, nee, hier ist es, genau. So, nochmal fahre ich da jetzt nicht runter. Ey, noch oben. Sehr schön. Ah nee, da ist. Nein, 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 nein. Mein bester Freund. Kevins bester Freund. Das ist mein ABF. Ich habe Angst. Lass mich in Ruhe. Nein. Okay, nochmal. Nochmal, ich glaube, den Geist mache ich zuerst, weil es das Schwierigste ist. Ja, so gut nochmal. Und zwar gehe ich zunächst auf dieses Geistdingens los. So, was muss ich hier jetzt eigentlich machen? Okay, hier brauche ich das Grabedingens wahrscheinlich, damit ich hier runter hinkomme. Gut, ich glaube, es sollte nicht so schwer sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Der Geist, der scheint mich, glaube ich, nicht zu verfolgen, oder? Nee, der scheint irgendwie nur random irgendwie rumzulaufen. Okay, das ist ja nicht ganz so asozial, wie ich gedacht habe. Holen wir uns jetzt dieses Grabedingens.
Jetzt müssen wir auf die Stacheln wieder aufpassen. Okay. Gut, dann ist auf den Geist. Aufpassen. Na, wo ist jetzt das Grabedingens? Wo ist dieses Grabedingens? Wo ist es? Ich hab doch jetzt alles richtig gemacht. Wo ist dieses Grabedingens? Nein, nicht zum Geist hin! Oh. Was muss ich hier machen? Ich hab keine Ahnung. Ich kann hier nichts graben, das sieht man. Ich dachte, man kann jetzt dieses brüchige Steindinges da zerstören, aber es geht anscheinend nicht. Warte, ich probiere. Ich gehe mal nochmal nach unten. Aber da geht's auch nicht lang. Oder? Verdammt, ich komme jetzt nicht mehr nach oben wegen diesem Wind da. Nein, verdammt. Ich war ganz kurz unten. Okay, nochmal. Ah, jetzt. Okay. So, und jetzt? Kann ich da jetzt vielleicht durch oder so? Moment, da ist der Sand. Vielleicht hat der irgendwie was zu tun damit. Ich glaube, ich muss nochmal zum Geist hin. Zu meinem besten Freund. So, wo ist denn der? Geisti! Da bist du ja. Hallöchen! Kannst du mir sagen, was ich tun muss? Vielleicht das zerstören? Oder vielleicht dich zerstören? Auf zu mir zu gehen. Ich weiß, du magst mich und wir sind beste Freunde und so. Aber du musst nicht ständig zu mir hingehen. Was habe ich gerade gesagt? Nee, geht's auch nicht lang. Nein! Nein! Also ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich war zwar so weit, aber ich war nicht so weit. Ich verstehe insgesamt das Level gerade gar nicht. Nein. Also gut, nochmal. Also ein Mini-Let's Play ist es glaube ich nicht mehr. Moment, was ist denn hier eigentlich? Gar nichts, okay. La la la. Also mir geht langsam auch die Spucke aus. Ich nehme jetzt, wie gesagt, schon eine Stunde auf. Zwei Stunden insgesamt mit den anderen Parts noch dazu. Ich mache das ja alles momentan in einer Aufnahmesession, das gesamte Let's Play gerade. Also momentan. So, ich glaube, wir müssen irgendwo graben. Irgendwo müssen wir graben. Aber ich weiß nicht wo. Vielleicht müssen wir nochmal zurück. Und das hier zerstören? Ich habe keine Ahnung. Nein! Nicht schon wieder das Startdingens öffnen. Also hier ist Sand, der muss ja irgendwie weg, damit wir hier das Ganze jetzt, damit wir das Ganze leeren können. Vielleicht können wir uns ja irgendwie durch den Sand graben. Das könnte ja auch sein. Das wäre eine Möglichkeit. Na, wo ist mein bester Freund? Da ist der, okay. Nein, 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 geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hier vielleicht? Nee, das ist auch nichts. Alter, geh weg, blöder Geist. Ich will nicht mit dir spielen, such dir jemand anderen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe das Spiel zwar schon mal einmal durch, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es weitergeht. Hier vielleicht durch. Nee, da geht nichts, da geht nichts.
Durch den Sand geht's ja auch nicht, ne? Vielleicht so? Mit Gewalt? Ja. Vielleicht kann ich den Geist ja irgendwie angreifen. Halt still, du blöder Geist. Ich verstehe es gerade nicht, wie es weitergeht. Also genommen, Nommel. Ich muss einfach probieren und schauen. Am besten schaue ich mir den Nommel genauer an. Ich komme gerade echt nicht drauf, wie es weitergeht. Ich komme nicht drauf. Wahrscheinlich ist es total simpel und ich mache mich hier gerade zum Irren. Und ich wette, wenn ich die Aufnahme anschaue, nachdem ich das Level geschafft habe, werde ich mich denken, Gott, was hat der Vergangenheits-Kevin jetzt schon wieder für einen Mist gemacht? Also ich glaube, ich nehme jetzt noch eine Stunde auf und dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Aber das wird alles noch in diesem Part zusammengeschnitten. Auch wenn es ein extrem langer Part dann ist, aber egal. Der längste Part, den wir je gemacht haben, der dauert ja, glaube ich, der dauert eine Dreiviertelstunden. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Du, ich will zu dir. Exit. Nee, ich habe keine Ahnung. Ein anderes Let's Play kann ich mir nicht anschauen, weil es kein anderes Let's Play auf YouTube gibt, außer das hier. Zumindest für einen Game Boy. Gibt's kein anderes. Aber es gibt für SNES ein anderes Let's Play, das könnt ihr mir vielleicht anschauen. Okay, ich schlag vor, wenn ich schau jetzt nochmal und wenn ich nicht drauf komme, schaue ich mir ein anderes Let's Play von für SNES an. Moment, was ist das? Kann ich hier vielleicht durch? Nee. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Hier ist es nicht, okay. Ich glaube, ich habe jetzt einen Plan. Ich gehe mal nochmal nach oben. Okay, hier vielleicht? Nee, auch nicht. Hier verlieren wir das Teil wieder. Okay. Nicht da hinlaufen. Wäre sehr ungeil, wenn mir das passieren würde. Verdammt, ich muss hier quasi wieder zurück. Dadurch verliere ich wieder das Teil. Super. Also gut, dann nochmal hin. Lalala. Nein, natürlich falle ich wieder nach unten. So, jetzt. Jetzt laufe ich gegen die Stacheln. Perfekt. Perfekt. Ich laufe gegen die Stacheln. Super, 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 super. Zubat, Zubat, super, super. Ich werde zum Zubat. Wahrscheinlich wisst ihr schon, wie ich weiterkomme. Nur ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Oh, nochmal laufe ich nicht gegen die Stacheln. So blöd bin ich noch nicht. Vielleicht die Dinger da anzünden irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Nee, bringt auch nichts. Ich kann mich erinnern an so einem Level, da muss man Fackeln irgendwie anzünden. Und dann kommen so blutrünstige Viecher. Ich glaube, das ist sogar noch in diesem Level. Also, nee, nicht in diesem Level, in dieser Stage meine ich. Ehrlich gesagt, ich komme echt nicht drauf. Ich könnte mir vielleicht erklären, dass man sich hier durch diesen Sand durchgraben muss, aber es geht ja nicht. Da habe ich keine Ahnung. Der Geist, der nervt mich auch. Vielleicht muss ich den Geist irgendwie töten. Na, aber ich glaube, an den ranzukommen ist schwierig. Nee, der ist unverwundbar. Dadurch geht's auch nicht. Nein! Okay, wisst ihr was? Ich schaue jetzt ein anderes Let's Play an. Für SNES. Was auch immer. Vielleicht finde ich dann den Ort, wie es weitergeht. Und dann werde ich die Aufnahme fortsetzen. Also, bis gleich. Guten Tag, Leute. Ich bin wieder da und ich habe jetzt einen Tag Pause gemacht. Und ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Und zwar, ich zeige es euch schnell. Wir müssen nämlich diesen Geist töten. Ganz einfach. Ich dachte, man kann ihn gar nicht töten, bis ich gesehen habe, dass man ihn doch töten kann. Ja, super. Und wenn man den, nachdem man den getötet hat, wird dadurch der Sand freigelegt und man kann sich dann durch den kaputten Block graben. Und man kommt ins Ziel. Das werden wir auch gleich sehen. Aber zunächst muss ich hier wieder das Ganze erneut machen. Zum wievielten Mal mache ich das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Das fängt ja schon mal super an. Game over, gleich am Anfang. Ach schön, ich bin auch jetzt mehr motiviert als gestern. Oder beim vorhin, wie auch immer. Und ich bin nicht mehr so verzweifelt oder so leicht zu verzweifeln. Okay, ja, machen wir es wieder. Machen wir wieder dasselbe Spielchen wie vor der letzten Viertelstunde, glaube ich, dieses Parts, oder? Keine Ahnung. Jetzt grab ich mich nach unten und dann machen wir den Geist. Den Geist, den machen wir kalt. Na los, du scheiß Geist, komm runter, du gehst mir auf den Geist. Jetzt ist er tot und jetzt kommen wir auch hier durch. Und haben es selber geschafft. Aber man muss erst darauf kommen, dass man den Geist töten muss, weil, ja, ich meine, die Mumie, die war unverwundbar. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, das Level ist schwierig. Sieht für mich wie ein Face-Level aus. Für mich sieht jetzt alles wie ein Face-Level aus. So, jetzt müssen wir da hoch. Machen wir einfach mal die ganzen Urnen kaputt und vielleicht finden wir ja was. Ja, jetzt aber nicht schieben, du sollst zerstören und nicht wegschieben. So, jetzt hol ich noch mit das Seil. Ah, nein, ich öffne ständig dieses Menü. Ich will dieses Menü nicht öffnen. Zum wievielten Mal sage ich das jetzt eigentlich? Hier muss irgendwo was versteckt sein. Wahrscheinlich in der letzten Urne. Verdammte Urne! Natürlich, immer in der letzten Urne. Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht mit dieser Scheißurne? Da ist, geht's weiter, aber zunächst. Yay! 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 Aua! Der überlebt sowas, aber wenn ihn ein Hase berührt, stirbt er. Super. Ich wette, da kommt jetzt was runter. Irgendein Fels. Ich rieche einen Felsen. Bitte kein Fels.
dicken Fels. Sieht mir nicht ganz geheuer aus. Im Gegenteil, es sieht mir aus, als kommen da Felsen runter. Hä? What the f... Kettensäge schon wieder. Was ist das? Hier ist nichts, okay. Okay, jetzt muss man aufpassen. Aha, 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 aha. So, und jetzt? Ah, Geist! Geist! Lass mich in Ruhe! Ich muss auch auf die Kettensäge aufpassen. What the hell? Noch eine! Schnell, schnell weg, bevor mich die Kettensäge da erledigt. Oh, Ziel! Ziel! Oh. Okay, das war doch nicht so schwer, wie es ausgeschaut hat. Okay, wir haben das Level fast. Oder die Stage. Ich hoffe... Nein! Nein, 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 nicht du schon wieder, du verfickter Felsen. Lass mich in Ruhe, du verdammter Felsen. Was, ich komme hier nicht durch? Oh Gott, nein, 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 ich glaube, das ist schwierig. Mann, das Wasser, das muss doch sau alt sein. Ich meine, wir sind hier in einer uralten Pyramide. Das muss doch jetzt voller verseuchter Bazillen sein. Aha, ich glaube, das ist jetzt das Level mit den Fackeln. Natürlich sterben wir, wenn wir das Feuer berühren. Das ist eigentlich ganz logisch, ne? Okay, wie gesagt, was machen wir jetzt? Habe ich gar nicht gesagt, was rede ich hier da? Ach ja, genau, Fackeln anzünden, ich erinnere mich. Habe ich auch schon vorhin gesagt. So, jetzt glaube ich, kommt es, ja, genau, es verdampft das Wasser. Jetzt muss ich mir selber einen Facepalm geben. Also gut, nochmal. Ich wette, wir haben jetzt mittlerweile die eine Stunde überschritten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir kommen voran. Ich dachte, wir kommen hier gar nicht voran in der Pyramide, aber es geht. Ich glaube, als kleines Kind, oder ich meine nur als Kind, kleines Kind ist ja Vorschule, kann man sagen. Ich glaube, als Kind, ja, hatte ich da größere Probleme. So, jetzt frage ich mich, was das jetzt gebracht hat. Jetzt, da wir das Wasser, das uralte Wasser da jetzt verdunstet haben. Ach so, aha, aha, aha. Und jetzt? Moment. Ich will jetzt da hoch. Na los, trage mich nach oben. Na, ich muss mich da drauf. Ja, eben. Da. Ich muss da drauf. So. So, und jetzt? Was kommt jetzt? Wahrscheinlich wieder was Fieses. Weh, jetzt kommt da ein Fels herunter. Wenn da ein Fels herunterkommt, hasse ich das Spiel. Ich habe Angst vor Felsen. Felsen sind meine Todesfeinde. Ah. Natürlich kommt da was Fieses. Dieser Bolzen oder was auch immer. Sieht für mich aus wie ein Haufen Scheiße. Mann, jetzt bin ich sehr vulgär. Scheiß auf die Bubbles. Ich nehme das Seil, um da drüber zu kommen. So. Dann zünden wir wieder die Fackel an. Zack. Das Ganze verdunstet. Ein bisschen schneller verdunsten, bitte. Ah, ein schöner Whirlpool. So. Ach, komm, jetzt habe ich schon wieder dieses Menü geöffnet. Hey, Kevin, warum öffnest du ständig das Menü? So, jetzt. Müssen wir wieder uns draufstellen auf diese Plattform. Und jetzt aufpassen auf diesen Kolben-Dingens. Oder auf herunterfallende Felsen. Nein, nochmal fahre ich da nicht drauf rein. Wie soll man da nach unten kommen? Oder muss man da gar nicht runter? Also gut, nochmal. Hurra!
Hurra, ich bin begeistert über dieses schöne Level. Ich bin begeistert. Jetzt zünden wir jetzt einmal die Fackel erneut an. Wir zünden jetzt mal alle Fackeln an. Jetzt verdunstet das Wasser und wir können uns da durchbuddeln. Jetzt geht's auf die Plattform, die uns nach oben bringen soll. Zu diesem Kolben. Ich frage mich, was das alles soll. So, jetzt, ich glaube, jetzt gehe ich hier mal nach oben, statt zu diesem Kolben hin. Natürlich wieder vorsichtig. Ihr kennt mich ja. Ach, mein bester Freund schon wieder. Aber der scheint nicht aggressiv zu sein. Der scheint immer nur im Kreis zu laufen. Zum Glück. So, okay, okay, okay. Gut, hier ist nichts. Da ist wieder der Kolben, wenn wir hier nach oben gehen. Also aufpassen. Hier geht es also im Prinzip nirgends lang. Gut, jetzt habe ich hier nach oben. In diesen Teleporter. Und da ist schon das Ziel. Das war gar nicht so schwer. Könnte schwerer sein. So, Level 14. Halt, nein, 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 das könnte nicht schwerer sein. Ist genau richtig, ist genau richtig. Was ist das? Hallo? Egal, ist glaube ich nicht so wichtig. Die Schwerkraft macht's. Müssen wir das jetzt zerstören oder was? Wie kann man Feuer zerstören mit Feuer? Hallo? Hör auf, dich zu vermehren. Gott sagt, vermehret euch. So, ach, morgen habe ich wieder Religion, verdammt. Da machen wir wieder die Bibel. Ich wette, da kommt jetzt wieder ein Fels, richtig? Kein Fels? Spiel, das überrascht mich jetzt. Okay. Hier ist wieder so ein Feuerdingens. Aber ich habe kein Feuer mehr. Aber hier ist ein Teleporter. Ich schau mal nach. Wow, der bringt uns wieder zurück. Aua. 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 Lalalalalala. So, was ist das? Nein. 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 Bitte nicht. Da kommen Kindheitsalbträume, wenn ich diese Stelle sehe. Ich hab's geschafft. Na sowas. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern. Gott, war das damals schwer. Ach nein, jetzt muss ich zurück. Ah! Ah. Ich will aber nicht zurück. Das sind lauter brennende Pfeile und Mumien und was weiß ich für Viecher. Ich trau mich nicht. Da sterbe ich nur, wenn ich da rauskomme. Selbst wenn ich die Pfeile hier am Hin, hier an dem, an den Federn berühre, sterbe ich. Was total logisch ist. So, jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Alter! Hilfe! Verfluchte Mumie! Oh nein, nicht dieses Level. Aber ich glaube, das ist das letzte von dieser Stage. Kann das sein? Bitte lass das letzte Level von dieser Stage sein. Ich bin auch morgen gut in Religion, ich schwör's dir, Gott. So, jetzt ist das Ganze normal. Oh. Ich werde an diesem Level sowas von verzweifeln. Gut, dass hier ein Teleporter ist, ansonsten wäre es nichts. Hier sind wieder diese Feißpfeile! Diese Feißpfeile, ja. Verdammte Verdammte Kacke! Verdammte Kacke! Ich will nicht mehr! Das ist ja voll der Kacke! Also gut, nochmal. Wieder mit dem Feuer! Lecker, 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 ich will nicht mehr spielen.
Die Stage, die ist zu hart. Was hab ich gesagt? Oh nein, da kommt ein Pfeil! Ah! Okay, je öfter ich das Level mache, desto leichter fällt mir es. Das ist in der Regel immer so. So, jetzt. Und das Ganze nochmal. Ich glaube, der Part ist mittlerweile so lange wie die anderen zwei Parts vorher. Ne, noch lange nicht. Ich glaube, der Part müsste 2,5 Stunden sein, damit es... damit der Part so lange wird wie die letzten drei Parts. Natürlich kommt jetzt die Mumie von oben. Ich hasse sie. Ich hasse Mumien. Okay, alles weg, was brennt. So, jetzt. Immer macht das Brennen, das Feuer zerstören ein bisschen Spaß. Aber der Rest, der sackt einfach. Aber dafür ist die nächste Stage cool. Die nächste Stage ist einer meiner Lieblingsstages. Die Level sind zwar auch so schwer wie die Pyramide, aber die haben Style. Nicht so, da sind immerhin keine Rätsel drin in der nächsten Stage. So, jetzt. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wieder unten. So, das Ding aktivieren, sodass das Feuer verschwindet. Eigentlich könnten wir doch da durch, oder? Ich meine, bei den letzten Feuer sind wir ja auch nicht gestorben, oder? Keine Ahnung. Verdammte Mumie. Geh weg. Naja, jetzt bin ich zu langsam. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hasse diese Pfeile! Diese Pfeile, die sacken! Und warum sind die überhaupt so groß? Sind es Monsterpfeile oder was? Die könnte man auf einem Ballisk aufstellen! Weg mit diesem Scheiß da! Drecksfeuer und Dreckspfeile! Jetzt werde ich mal wieder zum Gollum! Mein Schatz! Okay. Cool bleiben. Ich brauche einfach wieder das perfekte Timing. Wie vorhin das mit dem Felsen. Da war auch das richtige Timing entscheidend. Was, das sind zwei Mumien? Super. Ey, wenn ich den Kreator dieser Map irgendwann auf der Straße treffe, sage ich, dann steche ich den mit dem Pfeil. Oh Gott! Ich hab's geschafft! Oh Gott, ich habe es jetzt endlich geschafft! Wenn da noch eine Falle ist, bin ich wütend. Okay, Exit. Bitte lass es das gewesen sein. Bitte! Ja! Wir haben die Pyramide geschafft! Jetzt kommt die Klärgrube! Okay, dann bis zum nächsten Part. Ich weiß, der war jetzt sehr lange, der Part. Aber wir haben es letztendlich geschafft. Puh, okay, dann bis zum nächsten Part. Ciao!